Also ich würde erstmal zurückschreiben und gucken, wie sein Charakter und so ist. Ich meine, wenn der Charakter scheiße ist, was bringt dir dann das Geld? Können wir ja. Jo Leute, was geht ab zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder ein Street-Comedy-Video. Heute ist mal die Frage, macht Fame attraktiv? Stadt ist voll, ich hab Bock. Ich hoffe, die anderen haben auch Bock. Fangen wir einfach an, let's go, komm. Du weißt ja, was Fame ist, ne? Ja. Findest du Fame macht attraktiv? Nee, der Charakter. Warum nicht? Stell dir vor, er hat 20.000 Abonnenten oder so und schreibt dich an und du denkst dir so, oha, einer mit 20.000 schreibt mich an. Nee. Echt nicht? Der Charakter. Und zwar, ihr wisst ja, was Fame ist, richtig? Ja. Findet ihr Fame macht attraktiv? Nein. Doch. Weil es ja eigentlich nicht so drum geht, so berühmt ist oder so. Man sollte das ja nicht so auf Fame lassen oder so. Das ist ja eine Lilia. Aber stell dir vor, einer mit, keine Ahnung, 1 Million Abonnenten auf, weiß ich nicht, Instagram oder so, schreibt euch an. Würdet ihr euch denken, ja, nee, der sieht nicht gut aus, deswegen, ciao. Yeah. Also ich würde erstmal zurückschreiben und gucken, wie sein Charakter und so ist. Also Aussehen ist auch nicht so wichtig. Yes, klar, Mann. Also dann auch schon so ein bisschen so, ja, er hat viele Abonnenten, so, ja, vielleicht mal gönnen. Naja, doch. Auch nicht so wegen den Abonnenten vielleicht. Okay, gut, das war's schon. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Du weißt ja, was Fame ist, richtig? Fame? Fame. Fame, ja. Ja. Findest du, Fame macht attraktiv? Nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Also stell dir vor, du könntest dir aussuchen. Zwei Typen, die sehen gleich aus. Für dich, also du findest beide gleich attraktiv, ja? Einer hat 1 Million Abonnenten auf Instagram, der andere hat nur 20. Was würdest du machen? Würdest du dir denken, wenn dich beide anschreiben würden, also wen würdest du da eher zurückschreiben? Es kommt halt drauf auf den Charakter an, finde ich. Also nicht unbedingt, dass Fame jetzt attraktiver macht. Und zwar, meine Frage lautet, findet ihr Fame macht attraktiv? Nein. Nein. Wieso? Keine Ahnung, da erlebt man, weiß ich nicht. Weil es nichts mit dem Menschen zu tun hat, sondern, also, es ändert den Menschen nicht. Ach, stell dir vor, er hat richtig viel Geld und du denkst dir, Alter, der hat viele Abonnenten, der hat viel Geld, bei dem stecke ich voll. Nee, da würden voll die Gerüchte rumgehen, das merkt man jetzt schon. Nein! Findet ihr, Fame macht attraktiv? Kommt Nein, drauf an. Nicht unbedingt. Wieso nicht? Weil es auf die Person ankommt. Wenn die jetzt ganz viel Fame hat und ansonsten ein scheiß Mensch ist, dann... Aber wenn sie Fame ist und viel Geld hat, ist doch chillig. Nö. Nicht? Und warum bei dir vielleicht? Die hat vielleicht dann bessere Chancen irgendwie so, wenn sie so ein bisschen bekannter ist, kann vielleicht so ein paar Vorteile draus ziehen. Ihr wisst ja, was Fame ist, richtig? Ja. Findet ihr, Fame macht attraktiv? Ein bisschen ja. Weil? Also es ist halt schon ein bisschen attraktiver, finde ich. Und du? Also ich finde es jetzt nicht so attraktiv. Also ich finde, es wird überbewertet. Also ich finde, Menschen, die Fame haben, sind jetzt nicht gleich attraktiver. Doch. Also Fame macht nichts aus, finde ich so richtig. Geht schon, gut klar. Also ich meine... Man braucht es nicht wirklich, finde ich jetzt. Brauchst immer. Nein. Habt ihr Bock? Ja. Ja. Cool, cool. Wisst ihr, was Fame ist? Ja. Ja. Findet ihr, Fame macht attraktiv? Nein. Warum direkt nein? Weiß nicht, ein Mensch muss nicht Fame haben, damit er attraktiv ist. Stell dir vor, die schreibt einer mit 2 Millionen Abonnenten an. Was würdest du machen? Würdest du ihm zurückschreiben, wenn du ihn, sag ich mal, nicht schön findest? Nicht attraktiv? Ja. Weil? Weiß nicht. Ich meine, er hat viele Abonnenten, ne? Ja, vielleicht so. Weil man sich vielleicht auch freut, sodass so einer mit mehr Abonnenten geschrieben hat. Kann man auch machen. Okay, das war's schon. Danke, ne? So, findet ihr, Fame macht attraktiv? Nein, nein. Weil? Kann man sich nichts kaufen? Also schon, man kann sich gut was kaufen, weil er Geld hat und... Ich meine, wenn der Charakter scheiße ist, was bringt dir dann das Geld? Ganz viel. Aufmerksamkeit und kannst dir kaufen, was du willst. Ja klar, aber im Endeffekt bringt es nichts, weil du dann trotzdem nicht glücklich bist. Aber mit dem Geld bist du glücklich. Geld macht nicht glücklich. Schon irgendwie. Und bei euch? Sagt ja nichts über die Persönlichkeit aus. Ja. Stimmt auch. Okay, gut, das war's schon. Danke, ne? So, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich finde persönlich, Fame macht nicht attraktiv, weil, ich meine, was hat man davon? Ist ja auch egal. Ich würde sagen, checkt mich ab, checkt Henry ab. Danke, dass du die ganze Zeit gefilmt hast. Ultra kalt, also richtig tot. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine Bewertung da. Ob positiv oder negativ. Wenn es negativ ist, schreibt mir in die Kommentare. Checkt mich auf Snapchat und auf Instagram ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein und ciao.